Hallöchen, heute machen wir Erdbeersahnetorte. Dazu benötigen wir einen Wiener Boden, 250 Gramm plus 250 Gramm frische Erdbeeren, sahnefest und das besagte Sahnehäubchen. Oh yeah. So, ich habe jetzt die erste Schale halbiert, sprich vier Stück bleiben übrig. Und vier Stück habe ich komplett zerschnibbelt. Das ist der erste Schritt. Die andere Schale bleibt bis jetzt noch unberührt. Jetzt nehmen wir uns die Hälfte von einer Schale nehmen wir uns und quirlen sie. So, das wäre geschafft. Jetzt haben wir eine schöne Masse. Jetzt haben wir unsere kleingeschnittenen Erdbeeren und wir haben noch unsere unberührte eine Packung. Jetzt geben wir 400 Milliliter Sahne in unseren Sahneherstellgefäß und schlagen die Sahne. Wenn die Sahne leicht angeschlagen ist, aber nur leicht, machen wir das sahnefest. Geben wir das sahnefest hinzu. So, und wer will, noch etwas Zucker, bei mir habe ich sogar ein bisschen Vanille hinzugefügt. Und danach schlagen wir weiter. Schlagen, schlagen, schlagen. So, wenn die Sahne dann steif geschlagen ist, dann geben wir etwas von unserem leckeren Erdbeercreme dazu. So, die Hälfte ungefähr. Und jetzt rühren wir nur noch ein bisschen um. Jetzt machen wir unsere erste Runde. Dazu nehmen wir den untersten Boden, unseren leckeren Tortenboden, und matschen die erste Fuhre Sahne komplett drauf. Denn wir mögen gerne Sahne. Sahne ist gut, Sahne ist lecker. Danach verteilen wir alles schön. So. Und jetzt kommen unsere gehackten Erdbeeren hinzu. Die verteilen wir dann oben drauf. Erdbeerstückchen machen knackig, lecker Erdbeeren, aber zackig. Alles drop. So. So. Dann kommt der zweite Boden. Schön gerade andrücken. So, jetzt machen wir die nächsten 400 Gramm Sahne fertig und schlagen diese wieder. Gleiches Prozedere wie vorhin. So, dann heißt es wieder leicht anschlagen, Sahne steif hinzufügen und wer will, etwas Zucker, in meinem Fall mit Dingsbums. Jetzt kommt der Rest von unserer Creme dazu. So. Den Rest ausschlecken und nochmal umrühren. Auf zur zweiten Etage. Wir nehmen wieder unsere Masse und ballern sie vollkommen krass drauf. So. Und danach verteilen wir sie schön. Das wird eine dicke Torte. Lecker, lecker, lecker. Torte, lecker. Und jetzt kommt der oberste Teil unseres Bodens auf die Torte. So, alles ein bisschen andrücken, dass es gerade ist.
Dann sehen wir schon, dass es eine Torte wird, oder? Lecker. Müssen wir noch eine Runde Sahne machen. So, jetzt kommen wir zu den letzten 400 Gramm Sahne. Gleiches Prozedere wie erst zweimal auch. Sahne aufsetzen, Sahne schlagen. Und wieder kommt Sahne fest hinzu. Damit es auch schön fest und knackig wird. Und wer will, wieder etwas Zucker und Vanille. Diesmal habe ich dran gedacht. Nun sind wir bei der letzten Schicht angelangt und ballern wieder alles oben drauf. Diesmal haben wir reine Sahne, feinste Sahne, leckere Sahne, super geile Sahne. Schön verteilen, das schmeckt gut. So, damit haben wir einen schönen Hut. Jetzt nutzen wir unser geiles Tortenmesser und die schöne Sahne auf. Und vor allen Dingen neben der Torte zu verteilen. Wir machen einen kompletten Überzug der kompletten Torte. Überall was hin. Und gleich zeige ich euch, wie das dann komplett aussieht. So, jetzt haben wir die zweite Charge unserer Erdbeeren schon mal abgetrennt. Und jetzt werden wir sie in Scheiben schneiden. So, da haben wir unsere Pritschen. Und jetzt werden wir sie in einer Reihe an unseren frisch zurechtgezupften Sahnetörtchen anbringen. So, jetzt haben wir einen schönen Kranz gemacht und jetzt haben wir den Rest auch noch in Pritschen geschnitten und werden den oben drauf verteilen. Jetzt haben wir noch oben eine schöne Reihe mit leckeren Erdbeerpritschen. Jetzt fiel mir gerade auf, dass wir zu wenig Erdbeeren haben. Dann kauen wir noch eine Kiwi drauf. So, jetzt haben wir die schöne Kiwi drauf verteilt. Sieht fesch aus, oder? Jetzt haben wir noch ein paar Erdbeeren übrig und die ballern wir jetzt noch voll in die Mitte, ey. So, damit sind wir fertig mit unserer leckeren, geilen Erdbeer, neuerdings auch Kiwi-Sahnetorte. Guten Appetit, bewertet mich positiv und abonniert mich. Soon, soon.